Ja, hallo meine Freunde, wie gestern schon angekündigt, gibt es heute ein neues Video mit einem völlig neuen Fehler, den wir noch nicht behandelt haben. Und zwar haben wir hier eine MS-310, die folgendes Problem hat. Wenn man vom Vertikalschnitt in den Horizontalschnitt wechselt, geht die Motorsäge einfach aus. Dieses Gerät war jetzt mittlerweile bei zwei verschiedenen Stielhändlern, die den Fehler nicht gefunden haben, und der Besitzer dieser Säge ist über YouTube auf uns gestoßen und fragte mich: Sag mal, Tobias, kannst du diese Motorsäge vielleicht mal nachgucken? Ich habe keine Lust mehr drauf. Wenn das so weitergeht, haue ich das Ding an die Wand. Also, er hat zweimal hohe Reparatursummen bezahlt und der Fehler wurde einfach nicht behoben. Entweder lief sie schlechter oder es lief gar nicht, oder in diesem Fall beim Auf die Seite legen geht die Säge einfach aus. Ja, und das werden wir jetzt mal nachschauen. Wir gucken diesem Gerät mal in den Hals rein, wie man bei uns im Emsland so schön sagt. Und ich bin gespannt, welcher Fehler hier zum Vorschein kommt. Ja, wie gehabt, empfehle ich immer die Schiene und die Kette, einfach um die Säge etwas handlicher zu machen. Ist ja doch mit so einem, was man jetzt drauf ist, 45er Schiene, würde ich sagen, 45 cm, diese neuen Light-6-Schienen. Das ist auch ein bisschen sehr unhandlich. Ja, diese 1127er Baureihe umfasst die Stiel 029, 039. MS-290, MS-310 und MS-390. Und diese fünf Motorsägen, die sind von Grund aus ziemlich identisch. Also es ist eine Bauform, eine Baureihe, die in sich ziemlich gleich geblieben ist. Ja, als allererstes schauen wir uns mal an, wie es unter dem Luftfilterkasten aussieht. Ich drehe mal die Kamera ein bisschen, ich verdrehe sie mal ein bisschen anders, ganz genau, dass wir ein bisschen mehr Sichtfeld haben. Und schauen uns das mal an. Er hat hier noch ein Inspektionskit verbaut, das heißt einen neuen Luftfilter, Zündkerze, Saugkopf. Das kann also dann theoretisch an diesen drei Komponenten so erstmal nicht liegen. Ich werde dennoch einmal kurz den Luftfilter demontieren, weil der letzte Händler, wo das Gerät gewesen ist, den Vergaser demontiert hatte und den Vergaser im Ultraschallbad gereinigt hatte. Ob das jetzt nötig war oder nicht, das müssen wir uns mal anschauen. Ja, man sieht auch, dass der Vergaser wirklich sauber ist von außen. Also der ist anscheinend wirklich, wirklich runter gewesen. Macht auf jeden Fall einen Eindruck, als ob er, ja, als ob er noch nichts getan hätte. Jetzt müssen wir einmal schauen, was ich gerade sehe. Ja, doch, ist ein. Sah mir jetzt so neu aus, weil da keine Kennzeichnung drauf war, dass ich schon fast vermutet habe, dass das ein anderer Vergaser ist. Aber können wir noch einmal schauen. Ich muss jetzt selber eben einmal ein bisschen gucken, weil das ist ja, ich mache es ja immer so, dass ich diese Geräte vorher nicht kontrolliere. Also ich mache das wirklich hier alles das erste Mal dann live vor der Kamera. Das heißt, ich habe noch keine Vorschäden begutachtet an diesem Gerät. Und so das Drehen auf die Seite zeigt eigentlich immer, ist ganz häufig das Problem, dass vielleicht Saugköpfe, die im Tank verbaut sind, dass sie einfach an einer Position bleiben, wenn Kraftstoffschläuche so hart sind, dass der einfach gar nicht nachsacken kann, weil der Saugkopf, also der Kraftstofffilter, der ist ja beschwert und der geht normalerweise mit der Lage des Gerätes, geht er mit. Legt man das Ding nach links, fällt der Saugkopf nach links runter und saugt den Kraftstoff. Sollte er jetzt allerdings in einer Position stehen bleiben, zum Beispiel man kippt die Säge nach rechts rum und der Filter, der bleibt links oben liegen, dann ist es klar, dass er anstatt Kraftstoff ja, Luft saugt und dann geht das Gerät aus, dreht erst hoch und geht dann aus. Deswegen schauen wir uns eben einmal kurz das Innere des Tanks an. Genau, was er noch sagte, der Besitzer, dass das Belüftungsventil vom Tank, die Tanklüftung, dass die ersetzt worden ist. Warum das? Also wenn man das Gerät zur Seite kippt, dann dürfte sich das Laufverhalten aufgrund des ja, der Tanklüftung nicht ändern. Ich schaue einmal kurz in den Tank rein, ob der Tank, sage ich schon, ob der Kraftstofffilter irgendwie verdächtig ist. Also was ich hier sehe, das sage ich euch mal, wenn so eine Säge in Reparatur gewesen ist bei Stielhändlern, dann dürfte, wenn man jetzt mal in den Tank reinschaut, und da ist ja nun mal der Fehler irgendwo zu vermuten, dass das auf der Kraftstoffseite irgendwo, dass da irgendwo das Problem ist. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es halten soll. Ich muss das mal eben kurz abstützen. Einen Augenblick. Tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen verwackelt. Ja, vielleicht geht's so, ja. So, jetzt schauen wir da mal rein. Seht ihr diese Anhäufung von Dreck?
die da drin ist. Also der Tank, der ist randvoll mit allem möglichen Scheiß. Dazu kommt noch, dass hier auch noch die, da kann man es vielleicht unten sehen, ja, ich kann natürlich schlecht filmen und darüber her, ich halte es mal andersrum. Ja, so war es doch gerade ganz gut, so sieht man es. Die Verliersicherung vom Tankdeckel drin, da ist Dreck drin und zwar ohne Ende, hinten das Dunkle, was man sieht am Tankboden. Das sind alles irgendwelche Verschmutzungen, das ist Sand, scheint mir Kondenswasser mit drin zu sein unten. Da sieht man es auch nochmal auf dieser Kante. Und es ist mir ein Rätsel, wie manche Händler, und das sind ja, wir müssen ja als Stilhändler, haben wir ja nicht nur Auflagen, also bevor wir dann Händler werden, müssen wir eine ganze Menge an Sachen erfüllen. Und dazu gehört dann auch eine berufliche Ausbildung, die irgendwie mit dem Kfz-Bereich zu tun hat. Besser wäre es, wenn man Meister ist, so wie ich. Und das ist eine ganz normale mechanische Grundlage hier, dass man als allererstes bei so einem Fall in den Tank reinschaut, um zu schauen, ob der Kraftstoffschlauch einen Schaden hat. Und wenn man da jetzt reinschaut, dann sieht man auch, dass da echt nur irgendwie Mist drin ist. Und das ist wirklich, also ich gucke da immer noch erstaunt rein, weil ich entdecke hier immer mehr Sachen. Also das ist wirklich, ja, das ist wirklich fantastisch. Ich habe einmal meinen ungebogenen Schweißstab, damit ich da vernünftig in das ganze Gehäuse reinkomme. Und schaue mir mal den Kraftstoffschlauch an. Den kann man jetzt so rausziehen und kann mal gucken, ob da irgendwo irgendwas Auffälliges schon zu sehen ist. Ist es aber nicht. Die Position ist dennoch seltsam. Also die muss so, die hängt normalerweise so oben am Gehäuse, hängt die nicht so hart dran. Aber gut, das sieht erstmal auf der Seite, bis auf die Verschmutzung im Tank, die muss ich natürlich entfernen. Und da kann man übrigens im selben Zug den Saugkopf auch wegschmeißen, auch wenn er neu ist. Weil wenn da so viel Dreck im Tank ist, dann kann man davon ausgehen, dass der Saugkopf nicht mehr hundertprozentig ist. Es liegt auch daran, dass diese Saugköpfe, die sättigen sich. Das heißt, die sind irgendwann voll und dann lassen die Dreck und alles andere lassen die mit durch. Und dann ist der Saugkopf, obwohl er eigentlich neuwertig ist, verliert eigentlich seine Filterwirkung. Und jetzt sehe ich gerade den zweiten Schaden schon, was wieder verdächtig ist, sondern nicht verdächtig ist, was wahrscheinlich sogar das Problem ist. Ich nehme einmal den Vergaser dazu raus. Ich glaube, das wird auch ein kurzes Gastspiel mit uns hier heute. Ich wollte eigentlich mal ein schönes, langes Video machen, wieder so 45 Minuten oder sowas. Aber da komme ich irgendwie nicht zu, weil wir momentan keine Schäden haben, die länger dauern. Heute hatte ich noch eine 026, wo ich dachte, weil die qualmte echt wie Sau, wo ich dachte, ja, da ist sicherlich irgendwie die Gehäusedichtung durch und die zieht Haftöl, aber war auch nicht gewesen. Also das hätte ich euch gerne nochmal gezeigt, wie man so ein Motorgehäuse zerlegt. Und dann auch mal Kurbelwellenlager ersetzt. Und das fällt leider auch aus. Also müssen wir uns hier mit so einem kleinen Krams erstmal, ups, da kommt der Kraftstoff raus. Das war jetzt mein Fehler. Ich hätte normalerweise einmal kurz, bevor ich den Schlauch ab, was ich eigentlich immer mache, einmal kurz Druck vom Tank ablassen. So, aber jetzt zeige ich euch was. Und zwar haben wir hier sehr wahrscheinlich schon den Fehler gefunden. Und zwar fiel mir gerade auf, als ich die Säge zur Seite legte, dass Kraftstoff aus dem Kraftstoffschlauch austrat. Und wenn man jetzt hier mal schaut, dann sieht man, ich weiß nicht, ich versuche mal irgendwie das hier mit dem Licht ein bisschen besser hinzukriegen, man sieht auf jeden Fall hier unten am Kraftstoffschlauch einen Riss. Jetzt lässt sich vermuten, oder jetzt kann ich nur vermuten, was passiert ist. Und zwar hatte das Gerät vorher Probleme beim Laufen gehabt. Dann hat der Kunde das in die Werkstatt gebracht und der Werkstattbetreiber hat, wenn ich das jetzt chronologisch richtig erkläre, hat der Werkstattbetreiber den Vergaser ausgebaut und den Vergaser ins Ultraschallbad geschmissen zur Reinigung. Und jetzt vermute ich, entweder hat er bei der Montage oder Demontage den Schlauch zerstört, oder er hat den Schaden des defekten Schlauches einfach nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt hier schon mal einen Schaden. Ich lasse mal kurz das Benzin runter und dann machen wir es einmal kurz mit dem Überdrucktest und zeige ich euch das nochmal. So, da haben wir eine kleine Überdruckpumpe. Das ist meine kleine Überdruckpumpe. Da muss ich nicht immer mit dem großen Ding rumhantieren. Und wie man sieht, pumpt die sich auf und dann ist das in Ordnung.
Die schließe ich jetzt an den Kraftstoffschlauch an. So wie ihr das wahrscheinlich schon mal gesehen habt, das habe ich glaube ich schon mal vorgeführt, an den Kraftstoffschlauch. Dann wird der Kraftstofffilter, also der Saugkopf, entfernt. Dafür habe ich ja hier meinen, ja, was kann ich, was das ist. Das ist ein, also ich weiß, was das ist ein Schweißstab. Aber wie nennt man das? Mein Saugkopfentferner oder was? Das ist, hört sich auch ein bisschen dämlich an, oder? Naja, vielleicht wisst ihr, wie das heißt, lasst es mich wissen. So, Saugkopf demontiert, den kann man einfach abziehen. Und jetzt verschließe ich mit dem Daumen ganz einfach den Kraftstoffschlauch und pump mal auf. Und man sieht, er lässt Druck. Es ist nicht viel, also nicht sofort. Es ist jetzt kein richtiger, kein durchgängiger, durchgerissener Schlauch. Aber ich komme hier, ja, ihr seht es selber. Und das liegt auch nicht an meinem Daumen, weil der Daumen, der ist wirklich, es ist wirklich dicht. Ich kann auch nochmal ein anderes Anschlussstück reinstecken, zum Beispiel so ein. Und das nochmal verjüngen und oben zuhalten. Und ich pumpe und man sieht, der Druck fällt ab. Und es ist ein eindeutiger, defekter Kraftstoffschlauch. Ja, jetzt fragt man sich natürlich, warum wird so ein Fehler nicht gefunden? Wir haben öfters Fälle, dass Leute hierher kommen und sagen, du, ah, ich habe das und das gehabt und irgendwie kommt das nicht zugange und wir kriegen das nicht ans Laufen oder da waren schon mehrere bei und haben sich das angeschaut und das funktioniert nicht. Kannst du mal was machen? Ja, da frage ich mich auch manchmal, wieso finden das die anderen nicht? Aber ja, gut, Fassungslosigkeit gibt es auch bei uns im Gewerbe, so ist es nicht. Ja, das heißt, wir ersetzen einen Kraftstoffschlauch. Und dann geht das für diese Motorsäge in den ersten Probelauf und dann schauen wir mal, ob der Fehler weg ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das damit zu tun hat, weil so kann keine Motorsäge vernünftig laufen. Bevor ich es vergesse, wo wir schon dabei waren, also da die beiden Werkstätten, die dieses Gerät schon in den Händen hielten mit diesem Schaden, da der Fehler ja nicht gefunden worden ist, teste ich trotzdem noch einmal mit dem Vergaser-Schnelltest den Vergaser durch, um zu schauen, ob da nicht auch vielleicht ein Fehler vorliegt. Weil das würde mich jetzt nicht unbedingt wundern. Wer weiß, ob da überhaupt schon mal irgendwie, ob der nur gereinigt worden ist. Also ob da jetzt, er soll ja im Ultraschallbad gereinigt worden sein. Jetzt ist die Frage, ob er, ja hier, nächster Fehler. Das muss ich euch auch nochmal zeigen. Und zwar dieser Vergaser hier, von Grund aus, Begrenzerkappen eingepresst. Und diese Begrenzerkappen, die sind dafür da, damit man den Vergaser nicht zu fett drehen kann. Das hat was mit den Abgasnormen hier in Deutschland zu tun. Ich glaube europaweit sogar. Ja, und wenn man jetzt diese Begrenzerkappen aus dem Vergaser ausbaut und keine neuen Vergaser-Begrenzerkappen wieder einsetzt, dann kann es passieren, dass die Schrauben sich verstellen. Diese Schrauben, die sind normalerweise, die können sich ohne Begrenzerkappen, können die sich einfach durch Vibration verdrehen. Und das ist wieder der nächste Fehler, der mir gerade hier jetzt doch auffällt. Bevor ich was Falsches sage, schaue ich gleich in die Liste rein, ob dieser Vergaser Begrenzerkappen hat. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass er welche hat. Ja, sollte keiner haben, dann Kommando zurück. Aber dafür breche ich das Video jetzt nicht ab. So, was mir auch aufgefallen ist, dass die Schraubenköpfe hier anscheinend noch nicht los gewesen sind. Man kann das ja so an Schrauben ganz gut sehen, ob da mal ein Schraubendreher drauf gewesen ist. Das scheint mir hier nicht der Fall zu sein. Auch diese Schraube hier, man hat immer kleine Schraubspuren. Die sind hier aber überhaupt nicht vorhanden. Ja, wir machen einmal kurz den Vergaser-Schnelltest. Den habt ihr ja auch schon ein paar Mal gesehen. Aber das schneide ich jetzt auch nicht raus, weil das ja mit zur Reparatur gehört. Ich möchte natürlich auch nicht immer dasselbe zeigen, weil das wird auch irgendwann mal tot langweilig. Selbst für mich, wenn ich es immer wieder zeigen muss. Und, aber vielleicht gibt es auch neue Zuschauer, die es noch nicht gesehen haben. Man geht auf die Kraftstoffleitung, auf den Kraftstoffzulauf. Das ist der Impulsschlauch, das ist Kraftstoffzulauf. Schließt bei der Überdruckpumpe das Ventil und pumpt im Vergaser auf 0,8 bar auf und der Druck sollte gehalten werden. Wie man sieht, das funktioniert. Das ist ja schon mal, das sind schon mal gute Nachrichten für den Kunden, weil alles, was defekt ist, muss er ja leider auch bezahlen. Und falls ihr Fragen habt, ja, wir reparieren hier auch Motorsägen, also es geht auch auf dem Versandweg, wenn man möchte. Also wenn jetzt einer sagt, komm hier, ich krieg mein Ding auch nicht zugange, schickt es uns einfach her. Wenn es ein schöner Schaden ist, wird es sogar gefilmt. Und wenn es gefilmt wird, dann lasse ich auch ein paar Prozent vom Reparaturpreis ab.
weil es ja für uns alle gut ist. So, jetzt kommt nochmal der Unterdrucktest. Diese Pumpe, die ist wirklich schäbig. Aber 0,5 Bar haben wir gerade drauf und die 0,5 Bar, die werden gehalten. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das heißt, auf dieser Seite von den Vergasermembranen her ist das in Ordnung. Die Einlassnadel ist in Ordnung. Das kann man alles mit diesem Test durchführen. Und das ist ja auch das Schöne daran. Man kann das wirklich mit zwei Handgriffen, kann man schauen, ob so ein Vergaser von Grund aus Probleme macht oder ob er keine Probleme macht. Und dieser hier macht keine Probleme. Ja, dann entfernen wir eben den Kraftstoffschlauch. Ich muss mal schauen, dass ihr auch was seht. So rum ist das ganz gut. Den kann man ganz einfach mit einem Schraubendreher, hier mit so einer alten Forke, kann man den aus dem Tankgehäuse unten raushebeln. Der Schlauch ist ja eh kaputt, aber ich versuche den mal heile zu lassen. Also so heile, wie er in diesem Zustand ist, damit man jetzt auch vielleicht den Schaden sehen kann. So, und hier sieht man jetzt ganz schön, ich versuche es mal ein bisschen heller zu schieben. So, hier sieht man wirklich schön, dass hier zwei Risse drin sind. Und dieser Schlauch, der ist wirklich, also das scheint mir nicht durch eine Montage passiert zu sein, sondern der Schlauch ist in sich an mehreren Stellen ist sehr spröde und brüchig. Das heißt, dieser Schaden, der wird sehr wahrscheinlich schon seit der ersten Reparatur wird der Schaden da sein. Also ein kleiner Bogen, der hier reingehört, der ist normal. Ich sage, der gerade drin hängen soll er nicht. Aber so ein Bogen ist normal. Er darf nur halt nicht oben so platt gescheuert sein, dass hier mittlerweile dann der Schlauch im Tankboden sich durchscheuert. Ja, das ist eine schöne Sache. Natürlich schauen wir im selben Zug, das habe ich vorhin schon gemacht, aber nicht erwähnt, weil das ein Automatismus bei mir mittlerweile ist. Wir schauen noch einmal kurz einlassseitig auf den Kolben drauf, aufs Kolbenhemd. Er hat hier ganz kleine Laufspuren, scheinen aber nichts zu bedeuten, weil jetzt haben wir wieder das Problem, was ich schon mal erzählte mit dem Gemisch anfetten, abmagern. Wenn jetzt so eine Motorsäge läuft und sie bekommt permanent zu wenig Kraftstoff, dann kann das durchaus passieren, dass der Motor überhitzt. Und wenn er überhitzt, gibt es einen Fresser. Und wenn er einen Fresser hat, dann können wir die ganze Chose hier abbrechen. Aber das sieht hier auf dieser Seite, sieht das alles sehr gut aus. Und ich glaube auch, dass das generell vielleicht nicht schlecht ist. Ich demontiere noch einmal die Zündkerze. Also jetzt, wir haben ja immer diesen Wartungsplan, diesen Diagnoseleitfaden. Aber das sind immer dann solche Fälle, wo man dann weiß, weil man das jetzt schon wirklich 100-mal gemacht hat. Das ist natürlich auch so fest wie ein Radbolzen vom LKW. Hatten wir auch schon alles ein paar Mal gehabt. Ich weiß auch nicht, warum die Zündkerzen immer so stramm gezogen werden. Das ist, Finger geschnitten mit einem Schraubendreher, das wird teuer. Es sind Fehler, die wirklich häufig vorkommen. Und diese häufigen Fehler, die geht man dann natürlich nicht mit einem Diagnoseleitplan, geht man da nicht vor, sondern man geht einfach nach seiner Sachkenntnis vor, nach seinem, was man schon immer mal gemacht hat. Ja, diese Zündkerze ist, wie man sieht, nicht alt. Der Rand hier, der hat noch keine Ablagerung. Und man sieht aber, dass sie ziemlich hell ist. Und das Helle ist immer ein Zeichen dafür, dass die Motorsäge sehr mager läuft, also sehr wenig Kraftstoff im Verhältnis zur Luft bekommt. Und hätte ich jetzt die Zündkerze erst rausgedreht, dann hätte ich auch schon eigentlich erkannt, aha, hier ist irgendwas mit dem Kraftstoffsystem nicht in Ordnung. Und zwar mageres Laufen. Und das hätte sich dann spätestens beim zweiten Schritt, hätte sich das mit dem Drucktest, die Beaufschlagung des Kraftstoffschlauchs mit Überdruck, hätte sich das dann auch gezeigt. Ja, was machen wir als nächstes? Ganz einfach, wir ersetzen den Kraftstoffschlauch. Der kommt da wieder rein. Das heißt, man kann ihn auch ganz einfach hier durchs Gehäuse wieder durchfummeln. Man kann aber auch hingehen und kann den von unten nach oben durchziehen. Das wird nur ein bisschen eng, weil hier oben eine ziemlich dicke Kante mit dran ist. Deswegen gehe ich eigentlich hin und baue die andersrum ein. Da gibt es noch eine Einbauposition. Und zwar sieht man hier an der Kante, ich halte es mal gegen die Lochwand, man sieht hier eine, wo haben wir es? Hier sehen wir eine Kante. Und diese Kante hier, die muss bündig mit dem Gehäuse sein. Das heißt, sie muss gerade fluchten, die Kante. So sehen wir es, so muss der Kraftstoffschlauch in den Tank eingeführt werden. Das hat einfach was mit der Position des Saugkopfes später zu tun. So, das wird jetzt auch wieder ein bisschen gefummelt. Man kann dafür auch die ganze Motorsäge zerlegen. Das mache ich aber nicht, weil das einfach zu viel Arbeit ist.
und nicht nur zu viel Arbeit, weil Arbeitszeit kostet hier ja auch Geld und der Kunde soll natürlich nur das bezahlen, was er wirklich bezahlen muss. Und ja, das ist halt der Grund der ganzen Angelegenheit. So, einmal ein bisschen mit der Spitzzange nachgezogen oder mit, wo ist denn mein Saugkopf, Grabscher oder wie soll man es nennen. Ziehe ich den mal ein bisschen durch, den Schlauch. So, auch schön. Dann ermitteln wir die Position, und zwar 90 Grad. Und dann, ja, ich muss noch ein Stück drehen. So, 90 Grad, also genau mit der Kante an die Kante. Ich habe es auch gerade falsch gezeigt übrigens. Ha, jetzt ist mir doch ein Fehler unterlaufen. Er muss so rum eingesetzt werden. Also mit der geraden Kante, mit der geraden Ecke hier zum links zum Fahrzeug. Zum Fahrzeug, ja, genau. In Fahrtrichtung, ja, ihr wisst, was ich meine. So, einen kleineren Schraubendreher-Schlitz und dann kann man das von unten so ein bisschen reinfummeln und so ein bisschen reinknebeln und dann ist das schon in Ordnung. Man kann die jetzt natürlich auch mit Spitzhacke durchziehen, den Schlauch, und dann gehe ich davon aus, dass der neue Schlauch auch schon die Füße unten rausstreckt. Das heißt, man muss ja so ein bisschen hier reinfummeln. Man kann das auch. Da gibt es auch sicherlich noch einen besseren Trick. Nur mir ist noch keiner eingefallen. Aber das ist auch nicht so schlimm, weil ich sagte ja schon mal, dass viele Wege ans Ziel führen. Und das hier ist ja nun auch zielsetzend. Und man kann es nochmal mit dem Finger so ein bisschen durchziehen des Werks. Ein bisschen die Dichtlippe nachdrücken. So, und dann ist der Kraftstoffschlauch drin und verbaut. Ja, der ein oder andere wird sich fragen, warum ich Trottel nicht hingehe und den Tank ausblase, bevor ich den Schlauch einbaue. Ja, das hat folgenden Grund. Und zwar sind diese Gehäuse ja unten ziemlich dicht und eigentlich immer ziemlich speckig und versaut. Wenn ich jetzt den neuen Schlauch einziehe, kann durchaus möglich sein, dass ich einfach Dreck mit in den Kraftstofftank einarbeite. Und dadurch, dass ich den Kraftstofftank später reinige, also nachdem ich den Kraftstoffschlauch eingebaut habe, kann ich davon ausgehen, dass der Tank von innen sauber sein wird. So, ich blase einmal kurz den Tank aus und spüle ihn einmal nach und dann sehen wir weiter, was passiert. Tank habe ich gereinigt. Ihr seht ja von innen auch wieder aus wie neu. Das zeige ich euch einmal. Ihr kriegt schon hier Wortfindungsstörungen. Schaut mal rein, so sieht ein Tank aus, wenn er sauber ist und nicht anders. Ja, und dann habe ich in die Ersatzteilliste reingeschaut und selbstverständlich, wie schon vermutet, gehören auf diesem Vergaser Begrenzerkappen. Derjenige, der es dann ja repariert haben will, hat die dann wohl ausgebaut. Ich gehe einmal ganz kurz hin für mich selber, um zu wissen, welche Einstellung er in dieser Vergaserkonfiguration gewählt hat. Wahrscheinlich hatte sie sehr fett gestellt, das heißt wahrscheinlich über 1,1. Man kann die Schrauben, schau das mal an, man kann die Schrauben drehen und man lässt den Schraubenzieher los. Und er geht automatisch, federt der zurück. Das fühlt sich an, als ob in diesen Schrauben Gummierung drin wäre oder eine Gummimasse. Das ist eigentlich vollkommen untypisch. Die ist normal, aber diese hier, die fühlt sich an, als ob die gummiert ist von innen. Das muss man. Da komme ich auch nicht drum herum, um da jetzt einmal reinzuschauen, weil das ist. Ja. Das wird sicherlich an der kleinen Gummidicht, an den kleinen Gummidichtringe liegen, der hier drin ist. Vielleicht hat er den beim Ultraschallreinigen ausgekocht. Man sieht aber auch, dass hier Dreck drin ist überall. Kommt mir auch alles eher spanisch vor, das muss ich auch mal dazu sagen. Ja, ich bin, wie ihr seht, ich bin hier selber irgendwie erstaunt leicht. Liegt einfach dran, dass, wie ich schon sagte, ich diese Reparaturen hier, die führe ich live durch, also nicht live, dass ihr sie sehen könnt, sondern ich gehe nicht hin und arbeite was vor. Also ich schaue hier selber mit meinem Latein in die Geräte rein und schaue mir die Ersatzteile an. Und muss dann selber in diesem Augenblick überlegen, was ich denn jetzt überhaupt hier gerade für Schäden sehe. Aber da das alles so komisch ist, wage ich doch noch einmal den Blick in den Vergaser. Also mir, ich
Ich ahne, also man kann jetzt mit dem Vergaser-Schnelltest, kann man jetzt natürlich überprüfen, ob die Membrane ihre Funktion erfüllen. Man kann aber nicht überprüfen, ob der Vergaser von innen verdreckt ist. Und ich weiß nicht, es sieht mir nicht aufgeschraubt aus. Und wenn das Ding jetzt im Ultraschallbad rumgekocht hat und wahrscheinlich eine halbe Stunde, dann kann es durchaus möglich sein, dass hier noch irgendwelche Ablagerungen im Vergaser sind. Weil die Schrauben sehen mir nicht geöffnet aus. Also das muss ich doch noch einmal abklären, bevor ich den Vergaser jetzt dreimal runter und rausbaue und einen Schaden einfach nicht gesehen habe, weil ich dachte, ja, ist gut so, wie es ist. Also da schaue ich doch jetzt nochmal rein. Und vor allen Dingen auch, um zu wissen, was die Werkstatt und die beiden Werkstätten vor mir gemacht haben. Ist ja auch für mich immer, das ist für mich auch immer interessant. Wie machen die das oder was machen die oder was machen die nicht? Aber was sie nicht machen, haben wir ja gesehen. Ja, diese Membrane habe ich schon mal gezeigt. Wenn die flexibel ist, dann ist sie in Ordnung. Das ist auch so. Der ist von innen natürlich trocken. Und zwar komplett. So, da können wir nachher nochmal die Einstelllehre draufhalten. Weiß nicht, ob die schon mal ersetzt worden ist, der Regelhebel hier. Aber für die Einstellung kommt mir auch ein bisschen sehr hoch vor, der Regelhebel. Aber das müssen wir gleich mal gucken. Das ist ein Wahlbrotvergaser. Können wir sofort schon mal die Messlehre nehmen. Und zwar, das sind die Kennzeichnungen HD. Dann nehmen wir die HD-Markierung, die hier gar nicht drauf ist. Haben wir natürlich eingefunden. Ja, wusste ich auch nicht. Also auch für mich gibt es immer wieder Neues. Also das hier ist die falsche Messlehre. Also nicht die falsche Messlehre. Die HD steht hier nicht drauf als Vergaserkennzeichnung. Ja, also muss ich mal gucken, ob es dafür eine neue Lehre gibt oder eine andere. Ja, dann nehmen wir noch einmal den Pumpenbereich los. Schauen da rein. Und da sieht man jetzt auch eindeutig an den, nennen Sie mal Laschen, an diesen Regellaschen, dass hier Ablagerungen drauf sind. Und ich weiß nicht, ob diese Ablagerungen, also wie diese Ablagerungen jetzt da reinkommen, weil wenn man so einen Vergaser jetzt zerlegt und man schmeißt ihn ins Ultraschallbad rein und holt ihn wieder raus, dann ist er von innen erstmal sauber. Also ich könnte es mir so vorstellen. Also diese Ablagerungen, die hier drin sind, dass die wirklich durch diesen gesättigten Kraftstofffilter kommen. Und wenn ich euch das jetzt mal so zeige, dann sieht man es wahrscheinlich auch, dass da kreisrunde Abbildungen drauf sind, und zwar von den Bohrungen. Ja, ich wische da mal drüber her mit dem Finger, ob es überhaupt abgeht. Das kriegt man nicht mal runter. Also, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Vergasermembranen ersetzt worden sind. Ja, es ist. Ja, hier, guck mal. Jetzt haben wir das nächste Ding. Und zwar aus dem Impulsbereich. Dort sind wirklich starke Verschmutzungen. Also die kann man hier so abschaben schon. Und das kann jetzt nicht durch diesen kurzen Lauf, seit der Reparatur und dann durch diesen defekten Lauf kann das hier nicht reingekommen sein. Also das ist hier eindeutig, gehe ich mal davon aus, dass der Vergaser gar nicht gereinigt worden ist. Das sieht mir verdächtig schlecht aus. Seht ihr das? Und das muss ich jetzt mit den Kunden wahrhaftig erstmal abklären, ob der jetzt noch einen Vergaser-Reparatursatz verbaut haben möchte, weil diese Vergasermembrane, die würde ich jetzt nicht so unbedingt wieder einbauen wollen. Also vor allen Dingen die Pumpenmembrane, aber man wechselt ja immer im Satz Pumpen- und Regelmembrane. Die Regelmembrane wäre so noch in Ordnung, aber es wird immer satzweise getauscht. Und das wird ja insgesamt dann doch ein bisschen kostenintensiver. Das muss ich mit ihm abklären. Also machen wir jetzt erstmal hier an dieser Stelle Schluss. Ich werde den Kunden benachrichtigen und werde euch das Video trotzdem hochladen. Und der zweite Teil kommt dann, wenn der Kunde sein Go gegeben hat. Alles klar, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Vergesst das Abonnieren nicht, wie schon öfters mal erwähnt. Und wir haben ja jetzt fast 3000 Abonnenten innerhalb von 28 Tagen irgendwie. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer. Ja, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video und sehr wahrscheinlich mit der MS 310 wieder. Euer Sägendoktor, bis dann.